Es sind drei Teile dem Horizont zu nah, jetzt quasi in dem Film wieder gespiegelt wird. Dann dem Abgrund zu nah, da geht es um Dannys Kindheit. Und dem Ozean zu nah, da ist dann die Freundschaft von Danny und Tina. Wie konntest du das alles in den Film einbinden, dadurch, dass sie ja jetzt dann doch ein bisschen im Hintergrund getreten ist zu nah? Also es war auf jeden Fall super für meine Vorbereitung, um in Tina einzusteigen, weil da so viel von ihr erzählt wird in dem Roman. Das habe ich genutzt für meine Vorbereitung. Was hat dich an der Rolle besonders inspiriert? Was könntest du von dir? Eben zu wenig, glaube ich. Also Tina ist so eine tolle Figur. Ich meine, sie gab es ja auch in Love Parade. War das auch ein wahnsinniges Geschenk, eine Frau, eine junge Frau zu darzustellen, die es wirklich gegeben hat. Wie war es generell für euch, eine junge Frau, die es wirklich gibt oder gegeben hat, zu spielen? Es ist ein gewisser Druck da und man will dann natürlich gerecht werden. Aber wir waren beide echt froh, weil Jessica hat den Film gesehen und hat uns danach eine Nachricht geschrieben, dass sie ist zufrieden und glücklich ist. Und das ist natürlich schön zu hören. Ja. Nee, es war genau. Also man steht unter einem gewissen Druck. Und das ist eine Ehre auch, sowas spielen zu dürfen, wenn man weiß, dass es die Person gibt oder gab. Es wurde halt darauf geachtet, dass es einfach authentisch rüberkommt. Also dass es einfach stimmt, dass sie die Rolle so spielen können, dass man ihnen das einfach abkauft. Und das war gerade bei Danny ein bisschen schwierig, weil er ja gleichzeitig Model, Kickboxer sein musste, große emotionale Tiefe haben sollte und trotzdem einfach auch so ein bisschen was Unnahbares haben. Und da sind wir wirklich super glücklich über die Besetzung. Ich konnte ja wahnsinnig viel aus den Romanen rausziehen und Informationen über Danny sammeln. Das war toll. Janne und Luna hatten beide auch das Buch gelesen und ich habe mit ihnen natürlich gesprochen. Luise hat mich auch ganz viel gefragt zur Rolle von Tina. Ich hatte mit Janik sogar noch zusammen Originalfotos von Danny angeguckt und wir haben noch so verglichen, ne? Also ob die Augenfarbe passt oder ob er Kontaktlinsen braucht. Er hat sich auch die Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Einfach die Frisur mal so ein bisschen. Also da steckt wirklich auch von Seiten der Schauspieler ganz, ganz viel Liebe zum Detail einfach drin. Ja. Für euch denn auch so der emotionalste Film, wenn man das sagen? Ja, aber für mich ja. Ich glaube, also für mich sind jedes Projekt ist irgendwie emotional auf seine eigene Weise. Deshalb, also der war sehr, sehr emotional. Ja. Also so oft in einem Film zu weinen, kostet das besonders viel Energie oder könnt ihr das einfach so auf Knopfdruck? Ich leider nicht. Nee, du auch nicht, nee. Ne? Nee, da musst du schön. Das tut weh. Ja. Aber wir konnten uns danach immer wieder schön hochpushen und glücklich sein zusammen. Ja. Also es ist nicht dramatischer als bei Komödien, die Stimmung. Nein, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, genau. Was würdet ihr denn sagen, könnt ihr über eure jeweilige Rolle von der Person lernen? Ich glaube, also ich habe gut fallen lassen. Also irgendwie nicht so viel rumstudieren und einfach kämpfen für was man will und seinen Entscheidungen und seinen Instinkten und Impulsen folgen. Das kann man von Jessica auf jeden Fall lernen. Ja. Bei Danny, ich finde, Danny hat unfassbar starkes Durchhaltevermögen und Disziplin, die wirklich, wirklich enorm ist und das, da kann man sich einiges mit abschneiden. Ja, sehr. Trotz des Durchhaltevermögens hat er sich dann gegen Republik. Ist das so eine Entscheidung, wo du sagen würdest, du hättest die auch treffen können? Ja, ist eine harte Frage, aber ich kann das total verstehen, warum er das gemacht hat. Also er will das einfach selbst in der Hand haben. Ihm wurde so viel abgenommen in seinem Leben, so viele Dinge, die er nicht entscheiden konnte, die er nicht wollte. Jetzt beginnt der Abschnitt in seinem Leben, in dem er sein eigener Herr ist quasi. In der Geschichte geht es eigentlich um wahre Freundschaft und das aneinander glauben und das füreinander einstehen. Und es geht darum, zu zeigen, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Und das ist eigentlich der Kern. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Message. Und es zeigt auch vor allem, dass man nicht zu schnell über andere Menschen urteilen sollte. Und Dinge hinterfragen sollte. Und ja, wenn man Dinge erkennt, handeln sollte. Und alles unter der Prämisse mit Liebe und für Menschen. Ja, später Film ja in den 90ern und aber seitdem, was würdet ihr sagen, ist auch in der Gesellschaft noch passiert, dass sich Dinge verbessert haben, wie HIV gesehen wird? Verbessert ist eben die Frage. Ich habe wieder das Gefühl, man spricht eben weniger drüber und ich glaube deshalb, also... Weil es halt nicht mehr die krasse Gefahr ist, ne? Weil die Medizin so weit ist, dass man damit einfach leben kann. Aber trotzdem sollte es nicht ein Tabuthema sein, man soll trotzdem drüber reden. Und ich glaube,
glaube, das ist jetzt gut, dass es nochmal immer wieder Filme gibt, die darüber sprechen und damit die jungen Leute auch nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich ist oder sich informieren, was es ist. Ja, der Film zeigt ja auch sehr, was Leute für Vorurteile über Danny haben. Genau, genau. Aber ich hoffe, also ich glaube, also in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so, so krass. Nee, nee. Nein. Also ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, gerade über solche Themen wie Tod und Krankheit, dass man sich darüber austauscht, weil das uns alle betrifft. Jeder kennt irgendwen, der erkrankt ist, oder wir müssen uns alle irgendwann mit dem Thema Tod beschäftigen. Und da finde ich es großartig, dass so ein Film Menschen dafür sensibilisiert, weil darüber einfach zu wenig gesprochen wird. Und als du deine Geschichte aufgeschrieben hast, wie kam es dann dazu, nachdem du sie ja eigentlich erst nicht veröffentlichen wolltest? Dass ich dann doch veröffentlicht habe. Ja, es ist ja schon, das ist das erste Mal, dass ich es aufgeschrieben habe, ist ja schon 15 Jahre her. Und ja, ich habe es dann nochmal aufgeschrieben tatsächlich. Und ich habe es dieses Mal einfach komplett in Romanform dann eben aufgeschrieben. Und es ging so schnell, ich hatte das Buch in 12 Wochen geschrieben, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Und ja, dann habe ich es eigentlich mehr zum Spaß an Literaturagenturen geschickt, weil ich einfach mal gucken wollte, was sagen die dazu. Aber war es dann gar nicht so, dass du das so für dich geschrieben hast, sondern eher so, um die Leute darauf aufmerksam zu machen? Oder? Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe mittendrin angefangen. Ich habe ein Kapitel geschrieben. Ich habe bei dem Kapitel angefangen, als Danny Jessica sagt, dass er HIV hat. Das war mein erstes Kapitel, das ich geschrieben habe. Und dann habe ich nicht mehr aufhören können und habe die ganze Geschichte aufgeschrieben. Und dann kam der Entschluss. Ich habe es gelesen und gedacht, es ist eigentlich ganz gut geworden. Und mein Mann hat es gelesen, hat gesagt, es ist ganz gut geworden. Und dann haben wir es einfach mal eingeschickt. Erfolgreich geworden. Deine, ja. Weiteren Bücher sind dann aber jetzt fiktiv eher oder auch jetzt das neueste, wenn das mehr leuchtet? Also ich muss sagen, ich lerne ganz viele Leute kennen, ganz viele Leser, die mir schreiben und die mir auch ihre Geschichten erzählen, ihre Lebensgeschichten, und ich ziehe mir da ganz viel raus. Ich höre denen ganz gerne zu und ich verwende gerne ihre Geschichten, also auch das Buch Die Endlichkeit des Augenblicks. Diese zwei jungen Männer gab es tatsächlich. Also es sind einfach, nicht 1:1 natürlich so passiert, aber die Charaktere sind einfach auf Leute, die ich kennengelernt habe, wieder zugeschnitten. Genau, und auch in Wenn das Meer leuchtet, sind immer so Elemente drin, die ich einfach erzählt gekriegt habe und die anderen Menschen so passiert ist und die ich dann einfach übernommen habe. Also hast du jetzt durch die ersten Bücher so viel Input bekommen, dass du jetzt sagst, du willst jetzt Autorin bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich schreibe jetzt am nächsten Buch, also ich will nochmal ein Buch schreiben, und da wird es auch wieder um den Charakter gehen, der mir ganz viel erzählt hat und das ich auch wieder in eine Buchform verarbeiten möchte. Noch eine Frage zum Ende des Films, wo es ja auch darum ging, dass mit denn nicht Geld eingesetzt werden könnte zum Spenden oder so. Ja. Wie war das in der Realität? Also ich habe ja leider nie was bekommen, das steht ja auch im Buch letztendlich drin. Also ich habe dieses Nachlass nie bekommen, weil das Nachlassrecht oder das Erbrecht leider ein anderes ist und es den Eltern zusteht. Aber ich habe natürlich durch die Bücher auch jetzt Einnahmen gehabt, und ich habe auch in meinem zweiten Buch, dem Abgrund so nahe, geschrieben, dass ein gewisser Teil von den Einnahmen des Buches immer an eine Spenden- oder an zwei Spendenorganisationen geht. Und das mache ich heute noch, dass ich dann immer einen Teil weg tue und an diese Organisation spende. Und wir machen auch immer, ich habe eine Facebook-Gruppe, Jessica Koch Read the World, also gucken wir rein, ja. Und ich mache das also immer, auch immer mal wieder, dass wir in dieser Gruppe auch Spendenaktionen machen. Und wir haben dieses AIDS-Hospiz mal gespendet, wir haben Therapiepferd gekauft für behinderte Kinder, also wir machen da ganz viele Sachen.